So, hier bin ich wieder. Ich habe kurz gespeichert, dass wir das auch gleich sicher haben, die Mission. Und ja, was rede ich eigentlich? Ich weiß es nicht. Leute, helft mir. Wir haben keine Werkstattmission mehr. Deswegen machen wir jetzt die Wusi-Mission. Die Wuselwu-Mission. Und da bin ich doch mal gespannt darauf. Und ich glaube, wenn wir den Missionsstrang von Wusi auch haben, dann wird das ziemlich schnell nach Las Venturas gehen oder sagen wir mal in die Wüste. Aber dazu dann irgendwann später mehr. Alright, come on, you can do it! You can do it! We're close, Puckeye! Easy, man, I'm here to see Woozy. Oh, upstairs! Stupid ass motherfucker. Come on, Birdstone! Come on! Go! 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 Come on, you can do it! I'm Johnson. I'm here to see Woozy. I work with him. Yes, right this way. You know of the boss's curse? Curse? Nah. He's blind. Blind? But we was just racing cars last week. Yes, I know. He's blessed with unbelievable good fortune. And the triad that would do anything for him? We call him our lucky mole. I keep that in mind. Good. Woozy! Hello, Carl. Hey, what's happening, Woozy? How you doing? Straight to the facts. I can't use your help unless I'm open with you about who I am and what I do. Let me reintroduce myself. I am the boss of the Mountain Plow Boys. Nice to meet you. Likewise. Why don't you sit down? As Dai Dai Lo of the Triad, it is my responsibility to see that disputes are settled without damaging important business. Where I come in at? We shall see. I'm about to drop in on a local triad that failed to show face at the last Tong meeting. Come with me, and you'll see how we triads settle things without recourse to unnecessary violence. All right, I'll ride with you. We'll need a ride. Mine's getting some body work done. Wir haben herausgefunden, dass Woozy blind ist. The Blood Feather Triad have a storehouse around the block. We shall see what excuses they have to offer. Und er unfassbares Glück hat, weil er ist ja auch gegen unseren Rennen gefahren, aber das wisst ihr wahrscheinlich schon längst und hier sind wir schon. Ja. Kommst du? Ja, wir sehen schon, dass du blind bist, das ist ganz klar. Now, where's that loose cobble? Hey, what the hell are you doing? Just checking the, you know, shut up, Carl. This way. Hey, werd nicht frech jetzt hier. Hey, what's with all these people? Where they going? Something isn't right here. We should be careful. Justin Timberlake gibt ein kostenloses Konzert in der Stadt. Deswegen laufen die ganzen Weiber da lang. Ich weiß es nicht genau. So, komm. Oh, 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 oh. Ich seh schon, ich seh schon. Bams! Mann, deine schöne Brille. Need a hand? No, no. I was just, you know, getting the feel of the place. Stick close. Oh Mann, komm. Ja, es dauert ein bisschen. Ah, we're here. This way. Strange, this gate is usually locked. Stick close. Ja, ich bin immer close bei dir, Mann. Oh, man. Woozy. What's got you so spooked? Oh, sorry. Didn't see you lying down there. He's dead. They all are. The blood feathers wiped out? Dai Dai Lo, forgive me. I was too scared to fight, so I hid. Enough. What happened here? Vietnamese surprised us. Cut us all down. Shit! Here they come again! Und schon wieder versteckt er sich. Das Tor war doch vorhin noch offen. Naja, egal. Die haben ja einen tollen Schlüssel. Hier das Tor. Ach ja, ich mach das hier mit meiner Schalldämpfer, weil das gerade so lästig ist. Und ich nichts treffe damit.
Doch, ich treffe sehr gut damit. Total easy mit der Schalldämpfer, aber jetzt brauche ich doch eine richtige Waffe. Genau, genau, hier kommen sie nämlich. Ja, ja, ist ja gut jetzt. Komm, schieß! Mann, Wusi, was ist denn los? Muss schon ein paar Leute abknallen. Jetzt sieht man seinen Kopf und jetzt knall ich ihm durch die Nase. Ja, das war's. Hier sind wieder ein paar. Jo, Headshot. Kein Headshot, aber trotzdem tot. Oh, hier kommen so viele von denen. Aber das ist ziemlich easy, die Mission. Ja, da ist ein Sniper, aber... Ich treffe ihn irgendwie nicht. Er ist zu weit weg. Ja, ja, schießt du durch. Jetzt bist du down. So, Wusi, alles klar, kannst du mitkommen. Komm. Süßer, komm. Ich habe ein paar Kekse für dich. In meinem Auto, du musst bloß einsteigen. Da habe ich ein paar süße Leckereien für dich. Oh ja, süßer. What the fuck? Geh sterben, ey. Überrasch mich noch einmal so und du stirbst nochmal. Wow, das war logisch jetzt. We got more company. Ja, wow. Wow, wie cool. Und da die Stadtbahn, die Straßenbahn fährt durch mich durch. Das ist nicht ganz logisch, aber okay. Wusi soll die angreifenden Autos killen. Das wage ich zu bezweifeln, dass er das schafft. Deswegen helfe ich ihm ein bisschen. Oh, das war jetzt... Mein Auto explodiert gleich, weil... Eigentlich müsste ich tot sein, weil das Auto ist direkt neben meinem Auto explodiert. Na egal. Hier in San Andreas, da fährt auch die Straßenbahn durch mein Auto durch und mir passiert nichts. Also von daher ist das alles noch realistisch, ne? So, ja, das war die erste Mission vom Wusi-Missionsstrang. Wir haben ein paar sehr interessante Sachen über seinen Charakter erfahren und ja... Das ist toll, ne? Ich freue mich schon auf die weitere Zusammenarbeit mit Wusi, unserem Maulwurf im Glück. Bis dann!